Der fünfte Tag der Kreisliga Schaumburg. Vor mir sitzt Schirmiagi, der Torwart, derzeitige Torwart von FC Schalan. Hallo. Hallo. Müssen das mal auf uns hier machen. Das ist ein bisschen unruhig, aber ich denke, das wird gehen. Von Stadthagen. Ja, fangen wir mal an. Der erste Spieler ist schon Edson hat gegen Hirnsinn 7 zu 0 gewonnen. Kommen wir mal zum ersten Spiel am Sonntag. TSV Eintracht Exen gegen SC Stadthagen. Exen so ein bisschen schwierig gestartet. Aber letztendlich nicht ganz so den Ansprüchen, vor allem was der Unterschiede gerecht geworden. Ich schätze das Spiel ein. Also ich habe Exen schon auf dem Turnier gesehen gegen uns. Da war ich auch sehr überrascht, dass sie vielleicht mal die ersten Spiele nicht so gut abgeschnitten haben. Aber ich denke mal, die werden sich jetzt auch fangen und gegen SC auch die drei Punkte einfahren. Ich tippe mal so ein 2-0, da SC nicht gerade für Torschießen bekannt ist. Außer gegen uns 5 Stück am grünen Tisch, aber sonst ist ja haben wir auch nicht viele Tore geschossen. Ein klares 2-0. Dann der SV Oberkirchen gegen SV Viktoria Lauenau. Lauenau, auch Auetal, fast schon mit den Startschwierigkeiten. Oberkirchen kann so ganz zufrieden wahrscheinlich auch noch nicht sein. Aber immerhin fünfter aktuell, 4 Spiele, 7 Punkte auf dem Ochsenbruch. Also zu Oberkirchen, sag ich mal, zu Hause sind sie in Macht. Lauenau habe ich auch gesehen, die haben vorne sehr die Qualität. Dafür hinten nicht so einen guten Torwart haben sie hinten gehabt. Ich denke mal, Oberkirchen wird das auch zu Hause schaukeln. 2-1. Das auch sehen. FV Viktoria Rettenhagen, Tussinger Börn. Das sind zwei Mannschaften, die man vermutlich im Mittelfeld erwarten kann am Ende der Pro. Was ist von dem Spiel? Von Nürnberg Börn gesehen, kämpferisch sehr stark. Vorne nicht so gut besetzt. Sachsenhagen kenne ich nicht persönlich, habe ich noch nicht so wirklich mit befasst. Habe ich auch selber noch nicht gesehen. Aber ich tippe da auch unentschieden. 1-2. Ja, dann kommt einer eurer Konkurrenten, wenn es in die oberen Plätze geht, TSV Hagenburg gegen SV Innern. Da sollten die Rollen dafür klar verteilt werden. Ja. Also Hagenburg schätze ich sehr stark ein dieses Jahr. Die haben bis jetzt auch alles gewonnen. 3-0. FSG Pollern, Dorthea Lauenhagen. TuS Schwarz-Weiß Essen. Nachbarschaft Derby. Pollern aktuell als 10. sind nicht so gut gestartet wie die vergangene Saison. Traust du denen zu, dass sie gegen Enzen über sich hinauswachsen? Klar, wenn sie mehr als 100% geben gegen Enzen, wird auch, denke ich mal, jeder in der Liga machen. Aber Enzen hat einfach zu viel Qualität in der Mannschaft. Sind eingespielt, auf der Bank, die erste Elf, die sind einfach sehr gut besetzt. Klar, es sind 3-0 für Enzen. TuS Hirschfeld, SC Auertal. Hirschfeld ist gestartet, die Verhältnisse. Auertal, wie schon gesagt, Ja, Hirschfeld kennt den Platz. Zu Hause ist ein kleiner Platz, wie jeder Schaumburg kennt, aus den Schaumburger, sag ich mal, Schaumburger Masters. Auetal überrascht mich auch momentan, weil mit Hasani haben sie, sag ich mal, einen kompetenten Mann an der Linie. Aber die werden sie früher oder später fangen und ich denke mal, jetzt am 5. Spieltag ist es soweit, dass sie auswärts 3-1 gewinnen werden. Der TSV Steinberg gegen den Aufsteiger, es gibt den Sieger von draußen. Steinberg sehe ich hinter den Top 3, sag ich mal, eine Mannschaft gleich dahinter, der die Großen auch ärgern kann. An den 3 da oben wird das nicht ganz reichen, aber gegen Liebwegen 2-0 zu Hause wird das wohl nicht mal stark. 2-0. Ja, jetzt habt ihr noch euer Spiel gegen die Tabellenletzten, gegen die FC Hirnsinn. Favoriten seid ihr, das ist noch wohl, so sagen, alles andere wäre wohl abwägen. Ich
Bundesliga-Spiel. Everson hat jetzt, denke ich mal, nach der 07 noch Klatsche, seine Klatsche, 07-Klatsche gegen Ensen, um natürlich wieder was gut zu machen. Und da kommen wir natürlich perfekt, ne, als FC Stadthagen. Aber wir haben so eine geile Truppe, die trainieren, alles drum und dran. Es wird für Everson nicht reichen, wir werden 2-0 gewinnen. Gut, alles klar. Dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Dann hat diese gute Zeit. Wünsche dir und deiner Mannschaft natürlich weiter viel Erfolg und bleibt gesund. Danke.